Minister, ich melde. Gelöbnisaufstellung zum feierlichen Gelöbnis der Soldatinnen und Soldaten der Bundesrepublik Deutschland angetreten. Thank you.
Also der Bundespräsident müsste dann fünf unterschiedliche Formationen dann die Hand drücken, das würde etwas zu lange dauern. Okay. Und deswegen hat man die Auswahl getroffen, die Fahne hier vom Wachbataillon. Und man hat Rekruten ausgewählt aus allen Truppenteilen, die hier angetreten sind. Was hören wir jetzt? Jetzt hören wir einen Präsentiermarsch, wo die Fahnenabordnung hier entsprechend über die Fahne vortritt. Präsentiermarsche generell gesagt sind eigentlich mal komponiert worden zum Abschreiten der Front. Wir haben ja auch am Anfang einen Präsentiermarsch gehört, hier, als der Bundesminister der Verteidigung die Front abgeschritten hat. Das ist eigentlich Sinn und Zweck des Präsentiermarsches. Fahne, Augen, rechts! Soldatinnen und Soldaten! Sprechen Sie mir zum feierlichen Gelöbnis nach. Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Auf gerade! Aus! Thank you.
das Gewehr über. Gewehr ab. Vom Wachbataillon, und ich sag mal, das sind die eigentlich gewohnt. Fahne! Noch schlechteres Wetter. Ja, mit allen Situationen umzugehen. Das Gewehr über. Zum Ausmarsch der Truppenfahne. Augen rechts. Formation!